Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau, so sieht's aus. Wir versüßen Ihre Mittagspause. Jeden Tag ist Ihr Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast in den Skyline-Studios. Und heute ist Uwe Strömann bei mir zu Gast. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, hallo. Das ist sehr schön. Ja, es geht heute um einen der wahrscheinlich ältesten Handwerksberufe, dazu aber gleich mehr. Aber wir stellen hier heute nicht nur Ihr Unternehmen vor, sondern Sie haben hier auch bei uns eine ganz wichtige Aufgabe heute. Sie sind unser Musikchef. Sie haben Lieder abgegeben bei mir und ich habe jetzt Ihre Wunschplaylist hier vor meinen Augen. Und da steht jetzt als erster Song Max Raabe, Der perfekte Moment, auf meiner Liste. Warum ist es dieser Song geworden? Ja, ich finde einfach die Texte von Max Raabe wunderbar. Also diese lustigen Texte mit Tiefgang. Ja. Und natürlich dazu passend auch die Musik aus den 20ern. Das bleibt einfach im Gedächtnis hängen. Wunderbar. Dann hören wir jetzt Max Raabe, Der perfekte Moment. Und wir hören es dann gleich hier bei Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau so sieht's aus. Wir verschönern Ihre Mittagspause. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor und der Chef, der ist dann einfach live bei uns in unseren wunderschönen Skyline-Studios. Und heute zu Gast bei mir ist Uwe Strömann. Hallo. Hallo. Ja, Sie grüß sind Sie. Inhaber und Geschäftsführer von Strömann Steindesign in Hofheim im schönen Taunus. Das heißt, Sie arbeiten mit Naturstein und stellen da allerhand mit an. Erklären Sie mir und unseren Radio Frankfurt-Hörern noch mal, was Sie alles mit Naturstein machen können. Ja, Naturstein ist natürlich ein vielfältiges, riesengroßes Gebiet. Mhm. Wenn man Naturstein jetzt beschreibt, ist es natürlich in erster Linie ein Naturprodukt. Es kommt aus der Natur, wird im Steinbruch gebrochen, wird gesägt, geschliffen, poliert. Und man kann natürlich wunderschöne Arbeiten damit ausführen. Ob es jetzt hier Küchen sind, Bodenplatten, Bäder, Wellnessbereiche oder einfach nur Fassaden. Der Naturstein hat einfach den Vorteil, dass man aus dem massiven Material dünne sowie auch dicke Platten herstellen kann und hat dann dadurch natürlich riesengroße Möglichkeiten. Gerade im Innenausbau ist es sehr beliebt. Wenn man sich heute die Küchen anguckt, die zumeist natürlich mit Natursteinplatten verkleidet oder abgedeckt sind, oder Bäder, werden heute die Bodenflächen, die Wandflächen oder Waschtische hergestellt. Mhm. Also das Gebiet ist sehr groß und unsere Stärke ist sicherlich darin, dass wir als Manufaktur diese individuelle Lösung auch für den Kunden auch anbieten. Ja, wunderbar. Sie haben es gerade schon angesprochen. Man kann im eigenen Zuhause wahnsinnig viel damit machen. Bad, Küche, haben Sie schon alles aufgezählt. Passt das denn zu jedem Wohnstil und ist sowas teuer? Also das hängt natürlich in erster Linie vom Budget ab. Das mhm. Budget ist ganz wichtig, dass der Kunde uns das Budget vorgibt, dass man nicht irgendwo eine Reise auf die falsche Richtung hin bekommt. Das heißt, in erster Linie, Naturstein kann man überall einsetzen. Und ob es jetzt im Innenbereich ist oder auch im Außenbereich, ja, mhm. Das ist immer die Frage, ist der Kunde dafür geeignet? Möchte er sich auch mit dem Material auseinandersetzen? Weil es bedeutet einfach ein bisschen mehr Pflege. Ja? Mhm, ja. Aber es geht ja darum, dass wir hier ein Naturprodukt auch zeigen möchten, ja. Und da gibt es natürlich wunderbare Möglichkeiten. Also es gibt ja über 10.000 Steinvarianten. Wow. Okay, also über das Thema Pflege, darüber werden wir gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weitersprechen. Jetzt ist es natürlich so, auch beim Naturstein, es gibt ja überall, in allen Bereichen Weiterentwicklungen. Und ist denn das Thema Ökobilanz bei Ihnen auch, spielt das eine Rolle? Das spielt eine große Rolle, weil gerade jetzt auch die Bauchemie, die ganz wichtig ist für uns, auf die Ökobilanz setzt. Das heißt also, es werden grüne Kleber und Mörtel angeboten. Wir werden in Zukunft auch uns viel mehr damit auseinandersetzen, um den Kunden das auch anbieten zu können, die Möglichkeiten, dass er da im Endeffekt etwas mehr dafür bezahlen muss. Das mhm. muss er selbst entscheiden. Ja. Aber er kann es entscheiden und die Möglichkeit wollen wir auch gerne bieten. Wir haben da momentan ein Pilotprojekt gestartet und sind da auch sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft da sehr weit vorne sein können. Mhm. Aber man muss die Möglichkeit dem Kunden auch geben. Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel und sehr gut. Wir werden da gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Aber jetzt haben Sie hier wieder einen Musikwunsch bei mir frei. Und ich sehe auf Ihrer Playlist Supertramp School. Warum ist es der Song geworden? Ach, das sind alte Erinnerungen. Also die School Supertramp war ich früher Fan gewesen. Und das sind noch richtige Musiker, die
wirklich jedes Instrument beherrscht haben. Und ich muss sagen, ich habe da ganz tolle Erinnerungen dran. Und ich höre es eigentlich immer wieder mal ganz gerne. Ja, wunderbar. Dann schwelgen wir hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen in Erinnerung. Und ich spiele Ihnen Supertramp School hier auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag hören Sie hier von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens bei uns live. Und der Gast in der heutigen Chef on Air Sendung ist Uwe Strömann. Bei Ihnen dreht sich alles um das Thema Naturstein. Lassen Sie uns doch über dieses Material noch ein bisschen genauer sprechen. Jetzt muss ich einfach mal fragen, wenn ich so einen Experten schon mal hier habe, was ist denn eigentlich in Ihrem Eigenheim so aus Naturstein? Ja, in unserem Eigenheim ist sehr viel Naturstein, das Bad, die Küche natürlich, Gäste-WC und das Bad für die Kinder und auch im Wohnbereich sind Teilbereiche. Wir kombinieren das gerne mit Holzparkett, also Massivparkett und Naturstein. Das ist eigentlich eine sehr schöne Lösung, auch angenehm zum Laufen, ne, ja. Dass man unterschiedliche Härte des Materials empfindet. Aber es schon sehr viel. Und die Terrasse, ja. Ja, wunderbar. Also Sie leben und lieben Ihren Beruf, auch zu Hause. Wunderbar. Genau, ja. Wie pflegt man das denn alles? Ist das einfach oder ist es schon so, ach, ein bisschen Arbeit muss man da investieren? Naturstein ist eigentlich einfach zu pflegen. Man muss nur die richtigen Mittel einsetzen. Und Naturstein bedeutet, dass man entsprechend Grundreiniger einsetzt und ab und an, einmal im Jahr vielleicht ein Imprägnat in Teilbereichen. Aber grundsätzlich ist es einfach zu pflegen. Man darf halt nur nicht zu scharfe Mittel nehmen. Also Okay. Man sollte schon dem Fachbetrieb folgen und sagen, okay, welche Mittel werden für den jeweiligen Stein empfohlen. Okay, wunderbar. Was ist denn der Vorteil bzw. das Besondere an Naturstein? Naturstein hat den Vorteil, dass man natürlich aus dem Rohblock, aus dem großen Rohblock, Rohplatten schneiden kann und kann demzufolge dünne Platten, dicke Platten in unterschiedlichen Materialstärken und Oberflächen vor allen Dingen herstellen. Also Ja. Es gibt über 20, 25 verschiedene Oberflächenmöglichkeiten und mehr. Das sind aber so erst die bekanntesten. Ja. Und natürlich, ganz wichtiger Punkt, ist die Wärmeleitfähigkeit. Also Okay. Naturstein hat die höchste Wärmeleitfähigkeit überhaupt. Zum Beispiel heißer Stein. Wenn der Stein natürlich entsprechende Temperatur hat, hält er sehr lange die Temperatur. Ja. Im Sommer, so wie jetzt bei den Temperaturen, ist es angenehm drüber zu laufen. Das kennen wir ja alle aus dem Süden. Ja. Wenn man dann so barfuß über den Stein drüber läuft, im Innen- und Außenbereich, das ist sehr angenehm. Und im Winter durch die Fußbodenheizung, die zumeist hier bei uns in Deutschland auch mit eingebaut wird, hat man auch ein sehr langes, angenehmes Temperaturverhalten im Boden. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber allen anderen Materialien, gegenüber Keramik, Holz und Linoleum und was es auch alles noch gibt. Das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt für Naturstein. Wunderbar, ich merke, Sie kennen sich richtig gut aus. Sie sind auch wahrscheinlich auch schon lange im Beruf. Was ist denn jetzt eigentlich, gibt es da so ein Natursteinprojekt, wo Sie sagen, auf das sind Sie bis heute irgendwie besonders stolz? Oder gibt es irgendwas, was Ihnen besonders im Kopf geblieben ist? Ja, es sind natürlich die meisten Kunden, die wir haben, also zu 90% sind Privatkunden. Da darf man natürlich nicht so darüber reden, aber wir arbeiten auch im Hotelbereich. Da gibt es zum Beispiel in Frankfurt das Hotel Romas oder die 25-Hours-Kette. Das Romas Hotel, da war ich schon. Das ist sehr schön, sehr toll. Ja, da gibt es sehr, sehr schöne Arbeiten, Gästetoiletten, genauso wie die Bar oder auch die Zimmer oder im Treppenhaus. Also da sind sehr schöne Steine verarbeitet worden mit einem wunderbaren Design. Oder auch vielleicht die alte Oper, das ist aber schon sehr lange her. Auch da haben wir mitgewirkt. Oh. Und ansonsten sind das natürlich Projekte, die jetzt in ganz Deutschland verteilt sind. Da sind wir auch stolz drauf. Und aber das sind so wichtige Punkte hier in der Region. Oder in Wiesbaden haben wir sicherlich auch einiges schon gemacht, zum Beispiel im Kurhaus. Das ist ja sicherlich auch bekannt. Ja, natürlich. Wahnsinn. Also da ist echt einiges. Die Liste ist lang. Ich denke, Sie könnten jetzt noch viel, viel weiter und länger erzählen. Jetzt ist es aber so, Sie haben ja heute nicht nur die Aufgabe, Ihr Unternehmen vorzustellen, sondern Sie sind ja auch heute hier unser Chef, sage ich mal, nämlich unser Musikchef. Sie dürfen sich Lieder wünschen und wir spielen alles, was Ihr Herz begehrt. Und da steht jetzt Amy Winehouse mit Valerie auf Ihrer Wunsch-Playlist. Was verbinden Sie mit dem Song? Warum ist es der geworden? Ich fand einfach, Amy Winehouse hat eine wunderbare Stimme und die Lieder, die sie gesungen hat, sind sehr einprägsam. Ja. Und da habe ich mich auch immer gerne dran erinnert. Und wenn man Radio angemacht hat oder hat man die Lieder auch gerne gehört. Ja. Auf jeden Fall. Für mich eine Künstlerin, die definitiv zu früh von dieser Erde gegangen ist. Wirklich Ja. Eine Ausnahmekünstlerin. Und deshalb finde ich das auch wunderschön, dass sie auf ihrer Wunschplaylist steht. Und ich spiele jetzt Amy Winehouse mit Valerie und wir hören uns dann gleich nochmal wieder.
Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau, jeden Tag ist zwischen 12 und 13 Uhr der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast. Und falls Sie selbst Chef sind oder Mitarbeiter und sich denken, hey, mein Chef, der muss unbedingt mal ins Radio und von unserem Unternehmen erzählen, dann können Sie sich gerne auf unserer Homepage anmelden und dann sind Sie vielleicht schon bald in unseren Skyline-Studios zu Gast. So wie heute Uwe Strömann von Strömann Stein Design. Hallo! Hallo! Wir haben schon einiges erfahren. Es geht um Natursteine und gleich wollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen, vor allem über das Traditionsunternehmen. Davor haben wir wieder einen Songwunsch von Ihnen, Earth, Wind and Fire, Fantasy. Was ist das Tolle an diesem Song? Ja, das ist einfach so Lebensgefühl, das ist beschwingt. Natürlich auch Erinnerungen an alte Zeiten, aber wo wir auch natürlich tanzen konnten. Yay. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ja. Das ist eher, das ist Erinnerung. Einfach ein toller Song. Okay, natürlich hoffen wir alle, dass wir bald auch wieder tanzen können. Und ich spiele jetzt Earth, Wind, Fire, Fantasy. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau so sieht's aus. Jeden Tag holen wir einen Chef eines Unternehmens zu uns in die wunderschönen Skyline-Studios. Und heute ist Uwe Strömann von Strömann Steindesign bei uns zu Gast. Sie sind sozusagen Steindesigner und Inhaber eines Traditionsunternehmens, wo wir auch schon beim Thema sind. Wie hat das denn damals alles angefangen? Oder wie ist denn der Stein ins Rollen gekommen? Der Stein ins Rollen kommen, ja, das hört sich gut an. Also wir haben den Betrieb, also ich bin mit meinen beiden Brüdern zusammen, leiten wir den Betrieb. Und wir haben den Betrieb unseres Vaters übernommen, der gelernter Betonbaumeister war, leider viel zu früh verstorben und hatte den Betrieb gegründet und hat dann gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass Naturstein sehr beliebt ist, gerade im Bauboom in 50er, 60er Jahren. Und hat sich dann dahingehend entwickelt, eine eigene Werkstatt aufgebaut, Manufaktur. Und so sind wir als Kinder schon relativ früh schon reingekommen. Und auch von meiner Ausbildung her, ich bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauermeister, habe ich sehr früh auch schon am Stein geschnuppert. Ja, Sie sind ein richtiger Experte, sagen, seit der Kindheit ist das eigentlich ein Thema bei Ihnen. Warum ist es denn Ihrer Meinung nach immer besser, gerade im Handwerk immer nur auf Experten zu vertrauen? Ja, es geht einfach darum, Naturstein ist schwierig zu verarbeiten. Da gibt es viele schwierige Schnittstellen, die man beachten muss. Dazu gehört eine gute Ausbildung, eine fundierte Ausbildung, auch eine lange Ausbildung. Und natürlich Naturstein, dadurch, dass es so viele Varianten gibt von Materialien und Möglichkeiten, muss man auch von der Geologie her ein fundiertes Wissen haben. Und die Verarbeitung, ja, ist nicht nur der klassische Steinmetz, der eine Fassade bildhauert oder bearbeitet, sondern heute geht es ja um Präzision und Genauigkeit durch die Maschinen, die es heute auch gibt, ist auch ganz stark, geht es hier um Präzision und Herstellung. Sie haben gerade angesprochen die Ausbildung. Wie schwer ist es denn, Nachwuchs im Steinmetzhandwerk zu gewinnen? Sehr schwierig, weil natürlich klar, heute will jeder studieren. Also die jungen Menschen, die wollen halt lieber in die Universität oder Fachhochschule gehen. Eine Ausbildung ist heute natürlich, oder die jungen Menschen zu überzeugen. Ich rate einfach dazu, vielleicht ein Praktikum zu machen, um einfach mal reinzuschnuppern, um zu gucken, was ist denn der Betrieb oder was zeichnet denn dieses Unternehmen oder den Betrieb beziehungsweise das Handwerk aus. Und das ist ganz schwierig, die jungen Menschen zu überzeugen. Das ist auch rückläufig, auch von den Zahlen her, auch in der Handwerkskammer. Es ist leider rückläufig, aber ich hoffe, dass da vielleicht in naher Zukunft auch man wieder mehr junge Menschen davon begeistern könnte. Dann machen Sie doch den jungen Leuten jetzt mal ein bisschen Lust auf diesen Beruf. Warum lieben Sie Ihren Beruf so? Das ist einfach das Vielfältige. Einfach, das einerseits ist es eine technische Herausforderung, dann ist es eine handwerkliche. Also man achtet schon darauf, dass man handwerklich eine gewisse Affinität dafür bekommen sollte. Teilweise auch künstlerisch, ganz wichtig, gerade bei uns, weil wir auch sehr viele Entwürfe und Planungen machen, individuell für den Kunden. Es geht also um Kunst, um Zeichnungen, um Darstellungen, Beratung, Verkauf, Vertrieb und natürlich das Material selbst. Wer heute schon mal in einem Steinbruch war, in Portugal, Italien oder im tiefsten Amazonas, der denke ich mal, wenn er es einmal erlebt hat, wird er wahrscheinlich sofort den Beruf ergreifen.
Das kann einem schon begeistern. Ne? Ja, es ist super vielseitig, was Sie mir gerade so erzählt haben. Jetzt ist es ja so, Sie durften sich hier die ganze Zeit bei mir Lieder wünschen, aber jetzt bin ich mal dran. Jetzt habe ich mir mal einen ausgesucht. Und ich fand, der war irgendwie ganz passend. Sie werden, glaube ich, gleich wissen, warum. Es ist nämlich Sido zusammen mit Mark Forster und einer dieser Steine. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Freitagmittag. Und bei mir ist immer noch der Geschäftsführer von Strömann Steindesign, Uwe Strömann. Es ging hier heute um Natursteine und wir haben ein bisschen was erfahren, warum dieser Beruf auch gerade für jüngere Generationen interessant ist. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, Gott sei Dank. Sie haben jetzt noch einen letzten Musikwunsch bei mir frei. Was würden Sie denn gerne so zum Abschluss hören? Ja, zum Abschluss haben wir ja den Roger Cicero. Ja, schieß mich doch zum Mond. Hey, cool. Ja. Warum mögen Sie den so? Ja, ich fand den einfach toll. Also wir haben mal ein paar Konzerte von ihm gesehen und die Stimme und die Songs, das ist so ein bisschen Lebensgefühl, so Leichtigkeit. Das hat mich schon begeistert, oder uns. Ich war gerne mit meiner Frau dort, Also war echt klasse. Wie heißt denn die Frau? Katrin. Ah, dann grüßen wir doch jetzt mal die Katrin, oder? Ja, hallo Katrin, ich weiß nicht, ob du gerade zuhörst, ich hoffe es doch, ja? Ja. Und wünsche dir einen schönen Tag. Ja, dann, das war sehr, sehr schön, da wird sie sich jetzt bestimmt freuen. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir fällt gerade so ein kleiner Stein vom Herzen.